Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command War in Europe gegen Wenzel und mal sehen, wie weit wir heute unter anderem Richtung Moskau kommen. Unsere Einheiten stehen ja schon davor, aber da sind noch ein paar Befestigungen und alles. Ich hab mal wieder gnadenlos jedes U-Boot gejagt. Da frage ich mich, wie kommt eigentlich eine Zusammenfassung zusammen bei dem Standbild? Es soll doch eine Zusammenfassung sein. Man müsste doch eigentlich jetzt zur nächsten Aktion springen, die passiert, und wenigstens das Bild irgendwo anders hin bewegen. Ah. Und besser. Geht das los? Strategische Bombe. Okay, hinter Moskau sind also Flieger. Artillerie doch ein bisschen unschön platziert. Ja, wird da angegriffen von der Seite. U-Boot setzt sich ab. Okay. U-30 versenkt, ein paar Einheiten Nachschubmangel. Das ist noch eine andere Pack hinter Moskau, okay. Gegenüber U-Boote bei Kiel, die wir im Schwarzen Meer einsetzen könnten, ja, können wir machen. Eine deutsche Garnison, ich sehe, wir haben ein paar auf Vorrat. Also, die Spanier, wir haben hier soweit alles zurückgeschlagen, das ist gut. Ja, verstärken wir dich erstmal soweit möglich, oder? Na gut, das ist vielleicht eine Frage für später. Brauchen wir euch jetzt ganz dringend, oder sammeln wir uns irgendwo, wo ihr euch verstärken könnt? So, die sowjetische Einheit hier hat sich zurückgeschlagen und das... Oh, ich sehe gerade, das ist ja nur ein Hafen ohne angeschlossenen Ort. Irgendwie faszinierend, muss natürlich trotzdem erobert werden. So, dann hätte ich gerne diese falsche Mega mal wieder woanders. Also du gehst da irgendwie in den Ort rein. Na gut, das kann eh fast keiner von euch einen Gewaltmarsch machen, also lauft einfach mal weiter. Du kommst auch irgendwie hinterher. Und dann schauen wir mal, wie ihr euch hier in der Verteidigungslinie sammeln könnt. Nächste Runde hat der Ort dann auch 5 Versorgung und auch die. Dann können wir falsche Mega einfach per Eisenbahn verlegen. Das passt schon. Und auch hier, ah ja. Der ist nächste Runde 5 Eisenbahnen. Das heißt, wir können den jetzt zwar verlegen, aber es bringt nichts. Gut, ihr könnt vorläufig auch noch da bleiben, bis die Türken sich hier überall platziert haben. Der käme auch nicht weg. Der steht auch nicht auf einer Eisenbahn. Aber sagen wir mal, die Flugzeuge können weg und zumindest das eine HQ und diese Armee. Jetzt lasst uns nach und nach mal schauen, wer kann die denn gebrauchen. Ja, natürlich jeder. Wenn wir da ganz, ganz in die Tiefe vorstoßen, unsere Versorgung weg. Aber ich spekuliere mal darauf, dass er da keine Einheit drin hat. Und richtig spekuliert. So, dann gehen wir hier auch schon mal ran. Na, diese falsche Mega soll natürlich auch irgendwann weg für einen etwaigen Angriff auf London. Falls hier insgesamt die Offensive weiter so gut läuft, müssten wir das ja dann einnehmen noch, um zu gewinnen. Oh, 4-1, ich glaube, der hat auch schon Nachschubmangel und alles. Setzen also mal kurz nach... Wieder zu schnell geklickt. Aber der dürfte demnächst schon weg sein. Der ist auch kein echtes Problem. So, ihr seid alle, die da entlang kämpfen. Ah ja, und hier haben wir noch einen gekesselt. Gut, Moskau. Vielleicht mal ein bisschen mehr Informationen haben.
Okay, das hier ist eine schwache Stelle. Weil hier ist ein Bomber und wir kommen an der Fahrt. Ich meine, da ist zwar ein Fluss zwischen, aber es ist trotzdem nur ein Flieger und dann kämen wir schon an das Chor ran. Trotzdem nur 2-0. Achso, unser Panzer ist schlecht drauf. Irgendjemand, der ihm helfen kann? 5-0. Okay, wir kommen doch noch nicht hundertprozentig ran, weil der hier noch eine Kontrollzone ausübt. Können wir das unterbinden? Wobei, wenn wir ihn so weit runterschlagen, dass seine Kontrollzone weg ist, können wir ihn auch vernichten. Wird eher schwierig. Ja, das ist die kurze Zusammenfassung. Wird eher schwierig. Da jemand drin? Ne, nehmen wir das auch mal mit. Wir können hier weiter vorstoßen und auch schon mal den nächsten Flieger und dann in der nächsten Runde daran stoßen, aber uns wird die Versorgung fehlen. Der Ort hat leider noch keinen Eisenbahnanschluss. Da müssen wir ein bisschen sehen, wie wir Hakus nachschieben. Ja, oder versuchen wir da jetzt noch reinzubrechen. Ich meine, was hat er? Verschanzung 4. Wir können alternativ auch hier. Die 2-1 schon für uns. Man hier durchzukommen wäre in Ordnung, dann kämen wir schon mal ins Industriezentrum ran. Könnten vielleicht das Akku vertreiben. Wie sehen die Zahlen aus, wenn wir die Verschanzung von ihm hier auf 0 bringen? 5-1. Dann, wenn du zur Seite gehst, könnte die andere Armee den vernichten. Und dann dieser Panzer da reinfahren. Okay, die Armee hätte ihn theoretisch schlagen können. Ja, weiß ich noch nicht, ob wir die einsetzen, weil vielleicht greifen wir doch noch da an. Ja, und nebenbei stehst du jetzt mächtig im Weg rum, was? Wie so häufig. Weil auch nicht so viele Bomber. Na gut, du nimmst die Maus raus. So, dann wäre es der gesündeste Panzer, der da reinkommt mit dem geringsten Bewegungsaufwand. Er hat zwar 10, aber braucht 5 Felder. Der braucht nur 3 Felder. Der kann vielleicht sogar wieder zurück. Und wir sehen erstmal keine Chancen. An den unglaublich hohen Verschanzungswert liegt und natürlich auch an den Defensivbonus, wenn wir mit einem Panzer gerade in eine Stadt angreifen. Wenn wir die Stadt hätten, hätten wir da vorne die Versorgung schon mal gesichert. Du kannst zur Not zur Seite fahren und andere Panzer könnten dich erreichen, aber die könnten wahrscheinlich nicht mehr in die Stadt reinfahren. Können wir also mit dem, was wir hier noch an fliegenden Sachen haben, zu weit weg. Wie ich das sehe, haben wir noch 3 mittlere Bomber im Angebot. Die Verschar, das wird alles nicht mehr so recht reichen. Sonst. Ja gut, sonst konzentrieren wir uns darauf zu nähern und jetzt mal so viele Befestigungen wie möglich leer zu räumen. Siehst du dann auch hier, wo wir ja noch Einheiten rankriegen. Dürfte denn da jetzt mal ein paar Verluste erleiden? Schon kann unser taktischer Bomber auch was machen, genau wie der Kollege hier. Wir halten das im Moment echt immer einen Ticken zu lange aus.
Na, der rankommt jetzt mehr an Moskau. Naja, gut. Auch du hier angreifen lohnt. Ich meine, du kannst auf die Pioniere gehen. Und mit einer gewissen Portion Glück werden die sogar direkt besiegt. So, dann müssen wir den Kram mal sortieren für den weiteren Vorstoß. Also, den würde ich ganz gerne dann doch schon direkt loswerden. Und die Einheit reicht natürlich nicht. Dass wir keinen haben, der uns hier noch an unserer Flanke nervt. Wo ist ein Akkus hin? Hier muss eins rein. Das heißt, die Armee muss da weg, im Zweifel natürlich nach vorne. So, wir haben da schon eine Versorgung von 5. Das heißt, wir können euch noch jemanden nachschicken direkt. Natürlich, zu spät gesehen, der mit dem höchsten Befehlshaberwert drin. Können wir den noch irgendwie... Ne, ersetzen durch geht nicht mehr. Und wir könnten den... Ach nee, nee, dann gibt es wieder nur Chaos. Ja, wie sieht es denn aus gerade in Zahlen? Ist jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen, der Falsche nach vorne gekommen. Mal im Allgemeinen geht das noch, by the way. Wir müssen natürlich hier was gegen die Stoßarmee tun. Fällt mir überhaupt nicht, dass der da... unserer Artillerie angekommen ist. Und ihr, wenn ihr schon mal hier steht, könnt ihr die Stadt auch mal belagern oder so. Das klingt gut. Ansonsten einfach bitte alle aufrücken, hinterherkommen. Vielleicht in die Nähe eines Hakus, mehr oder weniger, dann kann das auch mit der Versorgung halbwegs stimmen. So, die Flieger scharen sich hier auch um die Hauptquartiere. Pack ist aber schon irgendwie als Absicherung. Du kannst hier mal hier auch noch mitkommen und da helfen im Zweifel. So, hier können wir nächste Runde uns jemanden schicken lassen. Eigentlich, ich meine, ihr könnt hier ja schon aufrücken. Kannst du da auch reinlaufen und alles supporten und du... kommst du auch schon mal mit? Das sammelt sich da vorne doch schon richtig gut. Okay, beide Orte brauchen zudem noch eine Garnison. Kein Problem, wir haben noch ein paar auf Reserve. So, hier wird auch aufgepasst, zumindest diese Runde, aber wahrscheinlich nicht mehr nächste Runde. Ich hoffe mal, ich denke dran, den hier nach Norden zu schicken. Ja, oder Nordosten vielleicht eher. Da ist auch jemand, man braucht hier wirklich überall diese Garnison. Gut, aber dann haben wir das hier schon mal schön freigelegt und ich denke, nächste Runde, wenn wir alle Flieger haben, alle Panzer und Armeen und so weiter... Also der Fall Moskaus ist für nächste Runde fest eingeplant. Hier eine Gruppe Fallschirmjäger, die als Garnison aushilft. Das muss natürlich auch nicht sein. Oder nicht mehr, sagen wir es so, weil wir haben hier jetzt auch noch einen. Pack, ja. Die muss vielleicht schon noch da bleiben. So, wie sieht's hier aus? Ganz endlich mal da an den Ort rein, dann stimmt hier vorne die Versorgung. Novgorod kriegen wir auch. Okay, Leningrad wird natürlich wieder verteidigt. Mich jetzt auch ein bisschen gewundert, wenn nicht. Da ist auch schon wieder was los. Diese Pax eignet sich im Moment auch ganz gut als Garnison, weil so viele feindliche Panzer habe ich bisher auch nicht gesehen. Ah, von Manstein, hier ist unser stärkstes Haku. Interessant. Wenn die Eisenbahn da richtig ist, die können auf jeden Fall noch ein HQ gebrauchen. Später für Doppelversorgung hier.
Du kommst schon mal mit. Mannstein rückt der nächste Runde vor und du bleibst hier stehen. So, was machen unsere Italiener? Haben den Feind hier erfolgreich gekesselt. Oh, etwas übermütig. Stimmt, da waren noch Einheiten, die sich von Tardien zurückgezogen haben und irgendwo mussten sie ja sein. Selbst wenn wir den jetzt besiegen, wir können nicht mehr in die Stadt einziehen. Vielleicht, wenn sie leer ist. Warte, wir... Sehr schön. Ja, wenn sie leer ist. So ungefähr hätte ich mir das auch vorgestellt. Du kriegst noch Upgrades und du läufst hier einfach mal bitte mit nach vorne. Und die Flieger rücken hier auch alle auf. Deutsches Haku gibt es eh nicht in der Gegend, also komm einfach mit. Und ich glaube, in Riga brauchen wir in der Form jetzt auch nicht mehr. Das heißt, Eroberung Baltikum ist dann demnächst auch abgeschlossen. Wir haben jetzt noch bei Narva ein paar eingekesselt. Wo doch tatsächlich auch Panzer mit dabei ist. Ach doch, wir haben eine italienische Garnison, das ist gut. Dann können die Pack hier nämlich ein bisschen mitlaufen. Und vielleicht noch mitkämpfen. So, und du kommst mit nach Norden. Naja, Versorgung fehlt, aber nächste Runde kümmern wir uns drum. So, dann haben wir natürlich hier noch unsere Landung. Also der Zerstörer, guck mal. Das U-Boot ist ja, glaube ich, hier lang geflohen, genau. Taucht ab. So, da gehen wir immerhin bis hierhin. Ich meine, ihr könnt ihn ja mal ein bisschen decken. Und wir schauen nochmal, wo wir den dann effektiv wirklich anbringen. Und du kannst doch eigentlich mal hier helfen. Taucht wieder ab. Wie ist es geht mit dem Flugzeugträger, das aufzuklären? Auch schon wieder ab, okay. Die kriegen wir so schnell nicht mehr, aber ihr fahrt hier entlang. Wir sammeln uns hier, haben jetzt auch unser zweites Haku. Und zwar keine Panzer oder Flieger, aber doch eine schlagkräftige Gruppe. Hm. Keine Panzer oder Flieger. Können wir noch so ein bisschen anpassen, finde ich. Dann haben sie nämlich zumindest die Flieger. Okay, das war jetzt ein bisschen gewagt, den da hinzustellen. Und meinetwegen auch noch die Artillerie haben, falls das mit dem Flieger nicht so funktioniert. Wen haben wir noch im Angebot? Eine Armee. Ich glaube, die Fronten sind alle halbwegs stabil. Die haben da schon genügend Material für den Moment. Könnte ja zum Beispiel auch Eliteverstärkung geben. So, und nächste Runde ist der Knotenpunkt, Eisenbahnknotenpunkt auf 5. Dann gehen diese ganzen Einheiten auch nochmal irgendwo hin. Wo genau das dann auch immer sein mag. Also, wir werden ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch, falls vielleicht die Flieger ausfallen, nächste Runde Moskau erobern. Sei es einfach ein Massenangriff oder zur Not in der übernächsten Runde, aber das ist recht absehbar. Und auch was wir hier haben in der Nation, was der Russe hat, ist auch absehbar. Das heißt, dann fehlt uns nur noch Leningrad. Nein, das fehlt noch London. Dafür wären jetzt halt die falsche mega schön. Da haben wir einen. Gut, der macht da noch ein bisschen mit. Sieht auch zu, dass der Ort belagert wird. Das ist schon durchaus wichtig. Aber dann verschwindest du hier auch irgendwann. Nummer 3 hätten wir doch auch irgendwo gesehen. Ja, hier unten. Kann auch nächste Runde dann weg mit der Eisenbahn. So, 3 falsche Mega. Und wir hatten hier noch jetzt
Ah, italienische Spezialeinheiten auch gut, aber dann müsst ihr, glaube ich, nicht mehr in den Osten, sondern sammelt euch hier im Westen irgendwo. Ach ja, die Spanier haben wir noch. Mal upgraden. Ach, das war cool. Lohnt, glaube ich, nicht. Okay, da muss auch für den Moment jemand stehen bleiben. Hier müsst ihr erstmal zurückkommen. Irgendwie ein versorgtes Gebiet. So, kann jemand jetzt ganz speziell die Spanier gebrauchen mit zwei Armeen? Ah, klar, wir könnten sagen, die Türken konzentrieren sich sonst auf diese Städte. Die haben jetzt auch nicht endlos viele Einheiten. Und die Spanier machen hier ein bisschen Sicherheitstrupp. Brauchen wir die sonst hier ganz direkt? Ja, hier in der Gegend sind wir vielleicht noch ein bisschen vergleichsweise dünn aufgestellt. Also verglichen mit der Konzentration, aber da fehlt uns noch Eisenbahn, beziehungsweise hier, wo sie in Ordnung ist, sind ja schon alle Felder besetzt. Sonst würde ich sagen, ja, wir verstärken euch zum Teil und wenn die Eisenbahn nächste Runde passt, kommt ihr vielleicht mir hier mit hin und passt dann da auf. Oder vielleicht landen die Briten ja irgendwo, was wir wieder zurückschlagen müssen. So, unsere U-Boote. Du schleichst dich zurück. Du kommst hier auch mit zurück. Du fährst wieder raus. Das wäre ein rundlich weniger, oder? Du wirst verstärkt. Kann eigentlich auch mal geupgradet werden, dachte ich. Ach ne, ist schon eine 3, hatte ich gerade falsch gesehen. Ja, eine Landung in London. Da bräuchten wir natürlich Schiffe. Und natürlich auch alles hier bisher im. Ja, mit dem Raiden, das hat er alles sehr gut abgewehrt. Sagen, okay, wir sammeln jetzt alles, was wir an Schiffen haben, für eine etwaige Invasion. Okay, dann tun wir, dass diese Küstengeschütze alle mal durch upgraden. Wären die etwas stärker? Also, wir haben noch viele Punkte. Was könnten wir gebrauchen im Hinblick auf eine Invasion? Schiffe, aber die brauchen endlos lange zum Bauen. Dann nehmen wir mal Spezialeinheiten, die eignen sich für sowas. Fallschirmjäger sind alle auf dem Feld. Zum Beispiel noch ein, zwei Jagdflugzeuge für eine recht sichere Luftüberlegenheit. Ach genau, die Spanier, die haben ja noch einen Bomber, das finde ich auch gut. Auch wenn der ziemlich teuer wird. Hat irgendjemand von euch noch einen Bomber im Angebot? Ach, und dieser schwere Panzer, diese Runde denke ich dran. Zumindest mal den dritten zu bauen. Die haben, glaube ich, jetzt alle keine Upgrades. Naja, gut. Dahin alle Fallschirmjäger und Spezialeinheiten sind gebaut. Marinebomber ist auch da. Könnten hier noch Bomber holen. Die wären jetzt nicht übermäßig stark, aber immerhin. Ja, und dann können wir auch nichts forschen. So, bei den Deutschen die zweite in die amphibische Kriegsführung wäre jetzt natürlich nicht schlecht gewesen. Und hier bei Italien überhaupt rein, aber andererseits wird schon werden, ne? Und wenn wir mit mehr Flugzeugen auf Luftüberlegenheit gehen, kann das ja auch funktionieren. Ich meine, vielleicht können wir daraus eine reine Luftlandungsaktion machen, dass wir erstmal mit extrem vielen Bombern da drauf fahren und dann vielleicht mit Fallschirmjägern in die Stadt reinkommen und die Schiffe gar nicht brauchen, aber sollten sich auf jeden Fall bereithalten. Vielleicht bei den Deutschen, obwohl der Seekrieg immerhin. Auch die Marinewaffen. Na gut, das heißt, für die nächsten Folgen. Die Türken passen auf dieses Gebiet auf, mit der Option vielleicht auf den Ort vorzustoßen. Kommt aber mal, was da los ist. Und daran anschließend tun dann irgendwie die Spanier, die vielleicht da lang stoßen können.
Während du die Rumänen auch hier in diesem Zwischenfeld kämpfen, was auch nicht so spannend ist, ehrlich gesagt, oder naja, nicht so wichtig, dann haben wir hier unsere sehr, sehr große, ja, Heeresgruppe Mitte. Die wird Moskau in 1 bis 2 Runden einnehmen, wenn nichts dazwischen kommt. Und die hier oben werden auch darauf stürmen. Das heißt, das nächste wirklich große Ziel, das sollte ja eigentlich alles klappen, mehr oder weniger, ist dann irgendwie eine Landung in London vorzubereiten. Naja, das sind für uns ganz erfreuliche Aussichten. Dann würde ich sagen, sind wir bereit für den nächsten Zug. Ja, 1500 Punkte, was soll man sagen? Wir hätten sogar 1600, wenn wir hier nichts ausgegeben hätten. Also, das sind wirklich großartige Zahlen. Dann also vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Wenzel mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.